Was geht ab, meine Pokémon-Trainer? Und es wird ernst, Freunde. Wir sind vor der Top 4 bzw. in der Pokémon-Liga angelangt. Wir müssen uns noch hier ganz kurz auf jeden Fall ein wenig erfrischen. Ist die letzte Etappe, wie du sagst. Wir heilen unsere Pokémon auf jeden Fall. Wir gehen nochmal inne, kaufen uns ein paar Tränke auf jeden Fall. Und dann gehen wir auf die Top 4 zu. Und ich habe echt Bock, ich habe echt Lust, die Top 4 auf jeden Fall jetzt zu besiegen. Und ich bin echt gespannt, wie das verlaufen wird. Ich bin echt wirklich gespannt, Freunde. Okay. Geheat haben wir uns. Alles schön und gut. Lady, was sagen Sie? Mich nennen alle Madame Erinnerung. Ich kann nämlich alle Attacken die Pokémon... Lady, du hast es nie gewusst, aber dich habe ich immer gesucht. Dich habe ich immer gesucht. Jetzt bin ich gespannt. Freunde, es gibt nämlich solche... NPCs, sage ich mal. Die... quasi dafür sorgen können, dass eure Pokémon bereits erlernte Attacken wieder erlernen können, beziehungsweise auch manche Pokémon Attacken erlernen können, die sie per Levelaufstieg nie erlernt haben. So. Aber bei Sandama muss das nicht jetzt unbedingt sein. Ja. Bei Knogger bin ich gespannt. Zum Beispiel, Gluach und so, die sollten was drauf haben. Warte mal. Warte mal. Oh mein Gott. Gluach, was kann der erlernen? Das... Hitzewelle zum Beispiel. Siehst du, Hitzewelle hatte durch Levelaufstieg nicht erlernt. Okay, Knirschwäsche, Konter. Ja, nee, Lutschnitt. Wo? Flammenblitz? Haben die das neu gemacht? Haben die das neu gemacht, dass sie auch Attacken lernen können, die sie erst erlernen werden? Die sie erst lernen werden? Weil ich weiß... Flammenblitz sollte da eigentlich auch auf, per Levelaufstieg erlernen. Eigentlich. Ha. Interessant, Freunde. Wenn ihr auf jeden Fall mehr wisst, lasst es wissen. Lasst es mich wissen, wenn ich reden könnte. Weil ich weiß, dass man auf jeden Fall, dass die Pokémon bereits erlernte Attacken wieder erlernen können. Und auch ein paar, die sie so durch Levelaufstieg nicht erlernt haben. Aber dass sie noch Attacken erlernen können, die sie eigentlich per Levelaufstieg noch erlernen können? BD? Es sei denn, ich habe es total falsch in Erinnerung. Oh, Blattgeißel, genau dies. Aber, ja, Blattgeißel muss auch nicht unbedingt sein, weil... Ja, Solarschrei, die Solarschrei sollte auf jeden Fall noch durch Levelaufstieg erlernen. Mist, Luftschritt eigentlich auch. Jetzt haben wir sinnlos Luftschritt beigebracht. Glurak. Weil Risikotechnik hat Bisaflor letztens erst erlernt. Jetzt haben wir sinnlos, legit sinnlos Luftschritt beigebracht. Und an, ja, egal, was soll's kommen. Was soll's kommen. Schauen wir uns doch bei den anderen Pokémon an, was sie so erlernen können. Lichtkanone, Mogli, Wasserdüse, okay. Hydropumpe, ja, Hydropumpe und Schädelwumme sollten wir auch noch erlernen. Nee, weißt du was, das erlernen wir alles durch Levelaufstieg. Das hat keine Eile vorerst. Aber, bei Knogger würde ich gerne noch, ich guck bei jedem mal kurz rein, was du erlernen können, so ist nicht. Aber gut, cool, dass sie gerade hier ist. Wirklich, vor der Liga. Auf jeden Fall nice. Ah, okay. Ich hab eher auf den Geistattacke gehofft, aber da wird wohl nichts drin sein. Pika Mau. Was kann am Ende noch Pika Mau lernen, Freunde? Und dann gehen wir auch gleich zu Top 4. Willst du denn kaufen so ein paar Tränke, Beleber? Donnerschocke, bla bla, Donnerslam, er gilt. Ja, okay, das ja, okay, okay. Alles gut. Wir sind raus, Madame. Yeah. Alten Attacke auf die Springhilfe soll richtig. Ja, die sagt eigentlich auch alte Attacke, aber die paar Attacken kann es eigentlich noch erlernen. Whatever. Ich war nicht mal nur so lange, jetzt alles mit ihr auf Top 4 zu besiegen. Blablabla, ja, okay. Ich halt ein Noob. Ab jetzt triffst du nachher auf die Top 4. Sobald du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer frei. Ich bin so gespannt, wie die Szenen aussehen. Hast du genügend eingeladen? Ja, mach ich gleich. Du da hinten, willst du Pokémon tauschen oder was mit dir? Kokowai. Alola Kokowai, wir haben keinen Kokowai gefangen, oder? Shit! Alola Kokowai sieht so crazy aus, Freunde. Egal, das machen wir dann. Genau. Ich sag's jetzt schon mal am Anfang, Freunde. Moment. Hypertrank brauchen wir auf jeden Fall. Wie viel haben wir? 27, das reicht. Ich sag's jetzt schon mal am Anfang. Und zwar, nach der Top 4 werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun haben. Let's Play technisch, Story technisch. Ich will auf jeden Fall nach der Top 4 noch zu Mewtwo. Ob danach noch was geht, storytechnisch, da werden wir dann schlauer auf jeden Fall. Aber ich sag's jetzt schon mal, ich wollte ja die Story auf jeden Fall let's playen. Wir sind jetzt langsam am Ende, sage ich mal, eine Story mehr oder weniger. Danach
Werden wir aber auch auf jeden Fall streamen. Ja, in der Videobeschreibung, Freunde, wird jede Woche, jeden Monat aktualisiert, wann, wo ich genau live gehe. Auf Twitch immer, aber um welche Uhrzeit, mit welchem Spiel etc. Wirft auf jeden Fall einen Blick in die Videobeschreibung an der Stelle. Oder auf Twitter direkt. Oder auf meinem Discord-Server. Die Links in der Beschreibung. Und dann werden wir quasi Pokémon auch streamen. Sei es kämpfen, tauschen, Shinyern und so weiter und so fort, Freunde. Das werden wir alles machen. Geil, das sieht geil aus. Aber wie gesagt, ich wollte mich eben erstmal... Das ist ein Eistyp, aber ich setze... Die meisten Gen 1 Eis-Pokémon haben auch Wassertypus. Also ich setze erstmal Pikachu nach vorne. Genau. Aber ich wollte mich erstmal, wie gesagt, aufs Let's Play konzentrieren, indem ich die Story durchhabe. Und danach machen wir auf jeden Fall weiter. Aber falls mal irgendwas so kommt, storytechnisch und so... Willkommen, der Pokémon. Ich bin Lorelei. Ja, du bist es, genau. Falls ich es nicht mehr erinnere, ich bin Lorelei. Ja. Krass, dass der einfach auf Lapras steht, so. Ich bin bereit, ja, komm her. Ich bin nicht bereit. Ich will damit nicht abschreiten, dass Pokémon gar nicht mehr kommen wird, so ist nicht auf dem Channel. Falls mal so Shiny Hunt Reactions und so kommen im Stream oder sowas, bin ich auf jeden Fall offen dafür, auf jeden Fall noch Pokémon im Channel zu spielen. Aber Let's Play technisch, Freunde, ich wollte mich ja Let's Play technisch ein bisschen erweitern, ist das nächste Let's Play steht schon kurz bevor. Nämlich Smash, Freunde. Smash werden wir auch Let's Playen. Und streamen. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Top 4. Nur damit ihr Bescheid wisst, jetzt schon am Anfang, wie es weitergeht. Gut, Pikachu, sehr gut. Aber es hat es überlebt, leider. Was haben die eigentlich für ein Level? Ich habe gar nicht drauf geachtet. 51, okay. Heilt die auch ihre Pokémon? Was macht sie? Nee, okay. Let's go, Pikachu. Oh, jetzt habe ich gar keine Belebung gekauft, ne? Egal. Gut so, Pikachu. Miau. Rosana. Oh nein, ich hätte wechseln sollen. Was mache ich? Egal, ich setze mal eine Ulti ein. Let's go, Pikachu. Pika Flash. Halt mal deine Füße! Was? Egal, gut, dass du ausgewichen bist. Das habe ich aktivieren können, weil Pikachu da... Ah, was mache ich? Egal. Ja, mir gezeigt, dass ich meinen Controller bewegen soll. Wenn das auch poppt, dann könnt ihr das machen. Müsst wahrscheinlich gute Zuneigung mit Pikachu haben, ein bisschen mit Spielen und so. Kann man machen ab und zu. Wenn Pikachu es selbst ist und ihr das aktiviert, dann macht es die Ulti. Wenn es nicht Pikachu ist, dann feuert es Pokémon an. Also Pikachu feuert das Pokémon, das drin ist. Ja, und ihr merkt schon, wenn man so ein bisschen mit Typenvorteil und so ein bisschen darauf achtet, dann ist es eigentlich easy. Aber auf Level 50 die Liga, wenn ich Level 50 starte, ist es gar nicht mal so schlecht, finde ich. Wenn wir bis auf Level 60 Gegner kommen, wäre es auf jeden Fall interessant. Das wäre gut. Das wäre quasi in meinem Level ungefähr. Mein stärkstes Pokémon ist Level 60 plus. Oder? 60 plus, glaube ich, ist dann damals. Anyway. Turtok Level 58 nice. Lapras! Boah, Lapras sieht so geil aus. Ich finde Lapras so ein schönes Pokémon. Okay, die sind aber gut tanky. Also ernsthaft, bei allem Respekt. Ja. Normalerweise dachte ich, es wäre ein One-Shot. Obwohl Lapras an sich selbst ein Pokémon ist, das tanky ist. Ja, also passt das schon, Pikachu, nice. Lamus. Olle! Lamus. Pikachu, bitte. Halt's aus. Komm, hau einen Donner raus. Muss aber auch treffen, okay? Let's go, nice. Sehr schön. Nice, Pikachu. Sehr schön, weiter so. Ja, so viel zu Lorelei! Da ist irgendwas schiefgelaufen, ja. Da steht hier. Okay, nächster Raum, let's go. Aber heilen uns erstmal Pikachu. Sehr schön, Pikachu, das war echt gut. Nice, nice, nice. Das lief sehr schön. Das lief sehr gut. Lorelei, auch rein, ciao. Ja, jetzt, Freunde, wie sieht's jetzt aus?
Wow, geil! Der Boy hatte, glaube ich, nicht nur Kampf-Pokémon. Gesteinboden, sowas, glaube ich, was. Wir switchen mal. Ich hab's. Sollen wir auf Piece of Floor switchen? Ja. Let's go. Bruno, genau, ich bin Bruno von den Top 4. Wer nie still steht und stets Kampfgeist beweist, wächst immer wieder über sich selbst hinaus. Die haben den so geil gemacht, der sieht so gut aus. Das gilt für Mensch wie für Pokémon. Nach dieser Philosophie habe ich mich selbst und mein Kampf-Pokémon trainiert. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Dein Name ist Osoro, nicht wahr? Seh dich vor, denn du darfst gleich die Früchte unseres beinharten Trainings kosten. Ole! Komm, Kluft! Komm her, Junge! Top 4 Bruno. Boah, Bruno haben die geil gemacht. Oh, nix. Ich und meine Kampf-Pokémon. Gesteinboden, alles klar. Dieser. Dieser tickt mal die aus, komm. Dieser. Es. Dieser Flo. Danach wird's interessant. Danach wird's echt interessant, der Kampf danach. Nocturne, Pokémon wechseln, let's go. Lizardon, Ixo! Luftschnitt, Gott sei Dank haben wir jetzt Luftschnitt. Das Brutale ist eben, guck mal, das Brutale ist, hätte Glurak Fähigkeiten, also hätte man die Fähigkeiten. Wenn Glurak sich nämlich zu Glurak Y entwickelt, dann strahlt die Sonne. Heißt, Glurak Y kann sofort, ohne Solarstrahl aufladen zu müssen, Solarstrahl aktivieren. Und das ist krank. Das kann man auf jeden Fall machen, sonst nicht. Santana. Aber ja, das wird mit der nächsten, im nächsten Spiel wird das auf jeden Fall kommen. Kikli. Kikli. Ja, das ist schon ein richtiger Kampf-Pokémon, du. Wobei, in der ersten Gen gibt es ja nicht so viel eigentlich. Steinhagel, ist war so klar. Never mind, I'll fight. Diese Vierfachschwäche, oh no. Ah, ich hätte eigentlich kaum sehen müssen. Wirklich müssen eigentlich. War jetzt sinnlos. Let's go. Mau. Oh, Nana. Look what you started. Nee, Knogger. So nicht. So nicht, mein Freund. Komm schon. Knogger. So, wollt ihr sterben oder was ist los mit euch? Schenkt euch mal an. Das ist die Top 4. Das ist hier die Top 4. Schenkt euch mal an. Da, da. Ich habe jetzt auch keine Psycho-Angriffe, ne? Fee auch nicht. Quapo. Bisa! Au. Kraftkoloss, wow. Hab mal die Bahn. Idee. Let's go, Bisaflor. Nice, sehr schön. Sehr gut, Bisaflor. Jetzt sollte Macho mal kommen. Oder Macho mal, whatever. Der sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Ma! Level 59, nice. Sehr schön.
Wir bleiben, komm, dieser Flop, wir bleiben. Und zwar tun wir den Debuffen. Klar, das erste Mal ein Toxin rein. Olle. Ganz ehrlich, ich würde es cool finden, wenn einer von den Top 4 auch eine Mega-Nuke reinsetzt. Das könnte eigentlich nur einer, aber ich will mal nicht spoilern. Wenn es überhaupt dazu kommt. Erdbeben, hast du keine andere Idee. Okay, okay, macht schon gut Schaden. Macht schon gut Schaden. Aber jetzt, guck mal, jetzt bepflanzen wir den noch hier. Bisschen die Debuffs. Jetzt lehnen wir uns zurück, easy. Und langsam aber sicher gewinnen wir. Langsam aber sicher. Es, Freunde, das ist die Bisa-Flow-Taktik. Das ist die Bisa-Flow-Taktik. Das ist der Timo von Pokémon. Easy. Der Arme. Gigi. Ciao. Danach kommt Agathe. Hieß der Agathe? Wie kann das sein? Wie konnte ich verlieren? 10.000 Stones. Krass. Damit haben wir so Pflicht. Oh, die Musik. La 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 tum 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 tum. Okay, nice. Die Frage ist, mit wem fange ich an? Mal, wir kämpfen jetzt gegen Geist, sollte das sein. Gegen Geist. Oh. Geist. Geister! Geister! So, mit Sandam anfangen, ist gut. Ja. Ich bin Agathe und meines Zeichens Mitglied der Top 4. Wie ich höre, hält Eich große Stücke auf dich. Der alte Knacker war früher mal ein Trainer von Format und nicht völlig unattraktiv. Aber das ist Jahrzehnte her. Jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Heutzutage beschäftigt er sich Tag ein Tag aus, nur noch mit seinem Pokédex. Was für eine Zeitverschwendung. Pokémon sind zum Kämpfen da. Pass schön auf. Ich werde dir zeigen, was ein echter Pokémon-Kampf ist. Oder wo. Alala. Okay, Gengar auf jeden Fall. Top 4 Agathe. Oh, die haben die Top 4 geil gemacht. Die haben die Top... Arr, Bock. Geistgift, so hat sie. Alala. Mau. Let's go, Sandama. Halt mal die Zack, rufen wir. Oh, okay. Ah, oh, nee, hör auf mit sowas. Mm-mm. Oh! Is this the healing? Is this the heal from Sandammer? I guess it is, man. I really guess it is. Smog, Smog! Wir sollen da einsetzen, wir lassen mal Sandama. Die Sache ist nämlich, ich kann mich nicht vergiften. An Smogmog stack ich mich mal. Der sollte eigentlich nichts. Flammenwurf, der kann Flammenwurf. Videano, Einsatzleiter an Osanu, der. Oh, okay, okay. Der hat wahrscheinlich keinen Flammenwurf drauf, aber ein Donnerblitz. Oh, oh, okay, da muss vorsichtig sein. Ah!
Nein. Komm, Sandama, bleib dran. Ah, Knogger, hat Knogger noch Knochenrang? Ich glaube schon. Aber wahrscheinlich werden eh gleich die Geist-Pokémon kommen. Gengar, oh mein Gott, Gengar. Gengar, Leute. Wie geil der wohl aussehen muss. Wie der shake. Shake your body. Shake, 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 shake. Meow. Mega Gengar ist auch übel geil. Oh oh. Alles gut, alles gut. Mal ist sehr schön. Gengar. Nice, der 59. Noch ein Gengar. Idee. Alter. Aha. Was hat denn der drauf? Okay. Halte durch, Pika Mau! Au Mau, nicht verzweifeln! Mach noch ein Donnerblitz und dann ist die Sache geklärt. Sehr schön, sehr, sehr schön, Pika Mau. Jetzt kannst du zurück. Golbat! Let's go, Glurak. It's your turn, man. It is your turn. Komm zurück, Pikachu. Mau! Golbat! Zurück! Also, ja, mit... Das ist ja brutal, Mann, wenn es Fähigkeiten geben würde, weil unsere Feuerattacken würden dann noch verstärkt werden durch die Dürre. Schade, das ist mir gerade eingefallen, einfach so vorhin. Der wäre sicher down, sicher wäre down. Aber ja, was soll man machen, das kommt dann erst noch. Zum nächsten Game. Denn Freunde, also Pokémon Let's Go, Pikachu und Evolution sind quasi Spin-Off, ja, die sind an Pokémon Go angelehnt. Aber was nächstes dann kommt, ist ein Main-Core-Game. Hauptspiel dann auf jeden Fall, darauf freue ich mich richtig. Der Sieg geht an dich, so langsam fühle ich, was eigentlich in dir sieht. Mehr habe ich dir nicht zu sagen, es ist Zeit, betritt den nächsten Raum. Ja, lachen kannst du, ne? Oh, 1, 2, 3, wer zählen kann, jetzt kommt der vierte! Freunde, jetzt kommt der vierte. Sind wir jetzt schon am Ende? Fragezeichen? Das sehen wir dann. Ich weiß es, aber das sehen wir dann. So. Oh mein Gott, und jetzt bleibt genau, Sandama bleibt genau da, wo du bist, mein Freund. Genau da. Beziehungsweise können wir vielleicht sogar... Nein, Sandama, du carryst das. Sandama, du machst das. Let's go. Boah. Bei dem steht einfach ein Dragoran. Wie brutal ist der unterwegs? Bei dem steht einfach ein Dragoran. Aha, du bist also Osaru. Siegfried, was für ein brutaler Name auch. Der Drachenprofi Siegfried, Top 4, der letzte der Top 4. Drachen-Pokémon sind mystische Wesen, Lebewesen und Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich, denn gut trainiert sind sie nahezu unbesiegbar. Ihr Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach an ihn abprallen. Olle, die Sache ist aber, Dragoran ist eines der niedlichsten Drachen, so, der sieht gar nicht gefährlich aus. Also, wenn er so gechillt ist. Oh, geil, 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 richtig geil, richtig geil. Freunde, der vierte der Top 4. Siegfried! Semon! Jetzt sieh mal einer an, das hat mich jetzt überrascht. Semon ist ganz klar noch kein Drachen-Pokémon, das ist wir. Also Semon, ich hab eigentlich gedacht,
Ich habe irgendwie mit Garados gerechnet, dass er mit Garados startet, aber was soll's. Hydro-Pumpe, ja, ja. An dir sack mich so hoch, du, das sage ich dir. One-Shots incoming. As. Hydro-Pumpe. Aua. Was? Das hat schon gut Schaden gemacht, willst du mich veräppeln? Mau. Was? Warum überlebt die das? Mich im falschen Film? Ob ich im falschen Film bin? Ey! Okay, nicht schlecht. Dragoran! Mann, die Fresse bitte. Bam. Ich hoffe, ich bin schneller als Dragoran. Komm schon, Sanama. Jawohl, raus mit dir. Ciao. Vielfachschwäche. Dragoran ist nämlich Dracheflug. Aerodactyl. Oh. Ich bin so frech, ich bleibe. Miau. Sandama, konzentrier dich bitte. Ein Eisenschweif, komm. Der ist schneller. Was? Level 54 war der. Wieso war der schneller? Das kann's doch nicht sein, Summer. Nice. Sehr gut, Pikachu. Oh mein Gott, sehr gut, Pikachu. Garados. Junge, das muss easy One-Shot sein. Garados ist nämlich Wasserflug. Ja, der hat auch einen Flugtypus. Deswegen ist eine Vierfachschwäche incoming. Miau. Garados, wie aggressiv Garados aussieht. Aus einem Carport und einfach Garados, wie geil. Lizardon. It is your turn, Turtok. Blastoise. 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 Ja. Kennt ihr den? Der Blaster ist gezogen. Hat. Bam! Mich wird das so schockieren, wenn der eine Mega-Entwicklung jetzt drauf hätte. Ding sein, Glubak. Ja. Aber ich find's schade, warum machen die das nicht? Oh man, ich meine, der könnte zu Glubak X werden können. Gerät. Boah, wie geil Hyperstrahl aussieht. Was? Geil. Der wäre ja vorher Drache dann. Könnte man schon machen eigentlich. Picker Mau. Simon! Bisa! Und jetzt sind wir schon beim letzten, Letzorino. Nice. Achso, der war ja vorhin schon drin. Raus mit dir. Sehr viel, sehr gut, Freunde. Sehr viel, Freunde, wollte ich sagen. Sehr gut, Freunde. So viel zu Siegfried. So viel zu Siegfried und Roy. Raus mit dir, Siegfried. Da ist ein Tragen-Pokémon. Unfassbar, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke der Pokémon beugen. Dankeschön, du bist euch ein meisterlicher Pokémon-Trainer. Du gewinnst. Dankeschön, sehr nett von dir. Schwer zu glauben, dass ich mein Drachenherr an dir die Zähne ausgebissen hat. Damit bist du absolut der Champ der Pokémon-Liga, Rosalu. Aber halt. Naja, nicht wirklich ab sofort. Ach, ich bekomme Gänsehaut. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, warte noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar. Was? Ah.
Warum so, mein lieber Scholli? Herzlich willkommen zu deinem Sieg über Siegfried. Das war echt nicht ohne. Nanu, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Ha, perfekt sein, Professor Oso. Dein letzter Gegner im Kampf um den Titel des Champs ist... Was? Oh. Also, stopp. Damals, als ich zum allerersten Mal die Top 4 besiegt habe, dachte ich, ich wäre fertig. Und hat er noch gesagt, warte, da ist noch einer. Dann war es im Endeffekt noch jemand, aber es war nicht Professor Eich. Aber da hat man sich immer gewünscht, dass Professor Eich mal der Champ ist, weil er früher auch ein Trainer war. Deswegen dachte ich, die machen das jetzt erst, aber die showen das einfach. Die memen einfach ihr eigenes Game. Ich finde das geil. Asni, genau, euer Rival ist nämlich der Gegner. Der letzte. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über die Top 4 einfach nur als Champs gefeiert, aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich der Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Und wer würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Ozan und Asni? Das stimmt. Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun dann, es soweit, stürze dich in den Entscheidungskampf. Junge, wie geil ist das, wenn es Professor Eich wäre? Und wie geil... Aber weißt du was? Ich muss mal kurz nörgeln. Sie haben das gerade so gut rübergebracht. Man wird quasi Teil der Liga, wenn man den Champ besiegt. Aber nachdem man Champ wird, legit hat man mit der Liga nichts mehr zu tun. Man kann sogar nochmal in die Liga und nochmal kämpfen und du kämpfst einfach nochmal gegen dieselben. Heißt, ich würde es eigentlich geil finden, wenn man nachdem man Champ ist, auch Teil der Liga ist. So wäre zum Beispiel geil, dass man einen Call bekommt, dass sich jemand herausfordern will. Weißt? Und ob du da hingehst oder nimmst deine Sache im Endeffekt. Aber ich finde sowas in der Art fände ich wirklich geil. Ich weiß, es ist ein bisschen so abgespaced, aber ich würde es einfach geil finden. So, Freunde. Oh mein Gott, jetzt gegen Asni. Oh mein Gott, jetzt gegen Asni, Freunde. Ich gehe mit Pikachu rein. Knogger, bist du bereit? Pikachu, du auch? Schluck nervös, let's go. The Walk of Fame. Asni, Junge, komm her. Junge, Asni, du hast immer einen auf Lappen getan. Jetzt bist du Champ geworden, oder was? Jetzt tust du sogar so cool. Warum tut der so cool auf einmal? Warum, hä? Warum tust du so cool, du Lappen? Bin ich froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft, ich hab Top 4 besiegt und bin jetzt der neue Champ. Du erinnerst dich doch sicher noch an das, was unser Professor erzählt hat, oder? Als frischgeblackter Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon jede Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, der mich lieber zeigen will, wie weit ich es gebracht habe. Gänsehaut. Zeit für den Titelkampf, Ozaru. Jetzt geht's rund. Oh, das haben die richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Aber warum tut der so cool? Das verstehe ich nicht. Champ Asni mit 6 Pokémon. Jawoll! Jetzt wird's geil. Und Asni, zeig mal, wie hast du deine Pokémon trainiert. Let's go, Pika Mau. Level 56, gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Props. Oh! Was? Megaturbos hat der! Bitte guck mal, wie geil Megaturbos aussieht. Wie geil Megaturbos aussieht. Megaturbos sieht so krank aus. Der sieht so hübsch aus. Er ist einfach nur ein hübsches Pokémon, Megaturbos. Oh mein Gott. Megaturbos. Was? Nämlich, vorhin habe ich gemeint, es wäre eigentlich nur einer in der Lage, die Mega-Entwicklung abzuschließen. Und da dachte ich dann auch an den Rivalenkampf. Und ich finde das geil, dass sie das eingeführt haben. Aber Lecko sieht Megaturbos krank aus. Knogger. Oh mein Gott. Nicht schlecht, Asni. Nicht schlecht. Du kannst ja schon kämpfen auf jeden Fall, wie es aussieht, ne? Du kannst ja schon kämpfen. Aber bist doch nicht der Einzige, mein Freund. Du bist da legit nicht der Einzige. Es sei denn, der kontert mich jetzt fett mit Steinhagel. Dann ist RIP. Haha, du bist nicht der Einzige, mein Freund. Das war jetzt ein Zwischenwechsel. Zack. Und wieder raus zu dieser. Ist einfach nur, um zu zeigen, ich weiß, was du drauf hast. Verstehst du? Ich weiß, was du drauf hast.
Ah, ist jetzt krank, hätte ich so Ding gewechselt. Ah, ich heul gerade nachts, ohne Spaß, ich heul gerade. Wegen Megatorboss. Das war so geil, Megatorboss. Oh mein Gott, krass, krass, krass. Galoppa, hui, okay. Oh, Galoppa sieht geil aus. Flammenblitz, okay. Gut so, Flosak. Okay. Okay. Ow. Let's go. Oh, Talk. Ich werde Asen nie disrespekten. Ich werde keine Mega-Entwicklung starten. Oh. Okay. Ich werde keine Mega-Entwicklung starten. Alle. Blitzer, okay. Orele, Knogga. Sein Blitzer ist Level 57. Okay, ich glaube 60 war keiner, ne? Okay. Donner. Boah, der meint's ernst. Ui, der meint's echt ernst. Volltreffer so. Knogga, dafür müsste legit eigentlich sterben lassen. Also, kein Joke. Was da mal ein Donner, zwei Donner überlebt, weiß gar nicht. Nice, sehr schön. Boah. Wir werden das nicht überleben. Mal gespannt, was der macht. Ja, sein Name ist sehr dankbar, süß. Okay, sein Name, dann zeig mir deine Dankbarkeit. Let's go! Brech ihm die Nase. Nice. Blitzer sieht geil aus. Oh, nee, Level 65. Sehr schön. Nice, sehr gut. Galoppa, okay. Aber, Junge, zieh den Kampf doch nicht in die Länge, mein Freund. Zieh den Kampf doch nicht in die Länge. Aber sein Megatorboss. Zu krank, ohne Spaß, zu geil. So, was jetzt? Lamus. Interessant. Hm.
Komm, Bisa. Asi, mein Freund, war schön. Lass uns doch einmal deinen Megataubus betrachten. Lass uns doch einmal deinen Megataubus betrachten. Und dann war es auch für heute. Risky, ja. Raus, Speaker Mau. Das musst du beenden. Du weißt, was zu tun ist, Speaker Mau? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja. Taubus, Megataubus sieht so geil aus. Oh Mann, der hatte noch viel Leben. Ich dachte, der hätte weniger Leben. Ups. Komm schon, Pikamau. Sehr schön. Megataubus sieht so geil aus. Der sieht so geil aus. Und somit, Freunde, hätten wir auch den Champ besiegt. Okay, ich geb's dazu. Oh, du bist der stärkste Trainer der Welt. Danke. Oh, 13 Castles. Ah, jetzt geil. Oh, was? Nee, warum wolltest du das? Achso, mit einem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ, Osaru. Jetzt hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, dich zu besiegen. Ja, leider kommt es dazu nie. Oh, wow. The music, the soundtracks. Oh, Gänsehaut. Genau Disney-Momente. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich damals mit Pikachu auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ansgi, auch dir geht meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft hast und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. Als ich dir beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Osaru am Herzen liegen müssen. Ich fürchte, deshalb hast du dich zu sehr zurückgehalten. Deine große Stärke hat sich in diesem Kampf als möglich als Schwäche erwiesen. Hdf. Aber wie dem auch sei, ihr habt beide wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Danke, Professor. Osaru, du hast verstanden, dass dein Sieg nicht allein dein für den zwei, ja? Deine unvergleichliche Beziehung zu deinem Pokémon hat dich dahin gebracht, wo du bist. Na gut, dann komm mal mit. In die Ruhmeshalle. Oh mein Gott. Sagt ihr, by the way, Ruhmeshalle oder Ruhmeshalle? Ruhmes. Heißt Ruhmeshalle, sagt das irgendjemand? Oh, Freunde. Genau das. Das ist die Ruhmeshalle. Ruhmeshalle. In der alle Champs der Pokémon-Liga so wie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer und sein Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feichen Zeremonie verewigt. Oder du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, wirst du jetzt auch die zusammen mit deinem Pokémon hier verewigt. Ah. Genau das, Freunde. Geil. Ah, wie geil. Olle, Pikamau. 60. Tod auf 59, sehr cool. Isa. Geil. Richtig geil. Das haben die geil gemacht. Oh, wie cool! Freunde, die Credits geben wir uns auf jeden Fall. Ich gebe mir die Credits immer am Ende eines Spiels. Das muss sein. Müssen wir auf jeden Fall würdigen für das, was dahinter steckt. Ist auch vielleicht ein bisschen geil wegen den Flashbacks. Nach den Credits, Freunde, machen wir auch Schluss für diesen Part. Aber wir sind so gesehen mit der Story eigentlich fertig. Dennoch wird danach auf jeden Fall noch ein Part kommen zum Let's Play. Denn wir wollen noch den legendären Mewtwo fangen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Wie gesagt, lasst das Ganze mal hier würdigen. Das haben die echt cool gemacht. Guck mal, wo sind wir jetzt? Auf dem Weg nach... Wo sind wir hier? Das dritte Arena? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Oder soll das Marmoria City sein? Ja, Marmoria City. Nice, guck mal. Wie geil, die Flashbacks. Die haben das so süß gemacht. Guck mal, die Figuren. Movie Design, Storyboard Design. Guck mal, wie viele Menschen dahinter stecken, Freunde. In so einem Spiel steckt so viel dahinter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Geil. Wo waren wir jetzt? Ah, Porygon, guck mal. Ah, Spielhalle. Smartness City sollte das sein, oder? Uchida, Hitoshi.
Oh nein, die Tragödie. Oh, die Tragödie um Tragosso. Das waren auch geile Parts, oder? Die Tragödie um Tragosso. Da haben wir einen kleinen Spiefel gemacht quasi. Lavandia. Ja, Lavandia Tower sollte das aber sein, auf jeden Fall. Das mit Tragosso war auch richtig geil. Das war übertrieben cool. Und ja, ich meine eigentlich, dass Asni das Tragosso gefangen hat, hoffentlich. Naja. German Translations hier. Schönen Gruß an euch alle. Dani. German Editing. Alle, korrekt. Guck mal, guck mal. Servando Dovaldias. Virginia Prades Currera. Mio Achoi. Keisuke Fukushima. Billy. Geil. Boah, aber auf dem Hintergrund den Text zu lesen, tut meinen Augen ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Naja, wo sind wir jetzt mittlerweile? No, protesting European Q&A Coordination, low quality S. Guck mal, was hier alles dahinter steckt. Unglaublich. Chinese Product Testing, Artworks, Takahashi, ja man. Chinese Artwork, Yipeng. Chinese Artwork haben wir ein anderes Artwork. Der Wannabe. Wannabe Giovanni. Satoshi Yogawa. Satoshi ist, by the way, der Name von Ash, ne? War das im Spiel oder im Anime? In Japan heißt er Satoshi. Satoshi. Satoshi heißt er in Japan. Und ich glaube, im Westen haben sie es auf Ash umgenannt. Jedenfalls, Satoshi ist halt der Entwickler von Pokémon. Oder der Erfinder. Glaube schon. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas verwechsle. Game Freak, Freunde. Gänsehaut, Freunde. So viel zu den... Nein! Palatal Music. Ist mein Wecker, by the way. Oh, wir kommen wieder zu Hause. Ah, wie süß! Das Ding hat die Blumen damals so angeschaut. Schenkst du meine Mom, oder was? Ey, Pikachu. Ah, oh, das Ende. Ihr habt richtig Gänsehaut, Freunde. So viel zur Top 4. Ich verabschiede mich hier mit dem Let's Play, Freunde. Nicht ganz, wie gesagt, sondern mit dem Let's Play von heute. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Let's Play, mindestens. Und da machen wir uns auf die Suche nach, beziehungsweise auf die Suche nach Mewtwo. Ja, richtig. Ich freue mich auf euch, Freunde. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.